Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, LS19 Leben auf dem Bauernhof beziehungsweise ja, Urlaub auf dem Bauernhof. Ja. Urlaub auf dem Bauernhof. Servus. Jo, servus. Ja, hey. Auf jeden Fall mal bei dem Varuna LP vorbeischauen. Oder beim Black Beast 86. Ja. Ja, dann legen wir los wieder. Jo. Herr Gumbitsch. Ja. So heißen Sie doch, gell? Ja. Ich spreche Ihren Namen oft falsch aus, das tut mir leid. Ja. Was gibt's? Also ich mache hier zwar Urlaub, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist Ihnen ja meine Hilfe auch ein bisschen Geld wert. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Oh, das hört sich gut an. Dann bin ich nämlich auch gleich wieder ein bisschen motivierter, verstehen Sie? Ach so, ja. Ja, ich kann Ihnen ja schon mal hier gerade was geben, wenn Sie wollen. Ich glaube, das geht gerade nicht. Ich hol mal schnell den Traktor hier, meine Brieftasche. So. Dann gebe ich Ihnen mal ein bisschen was. Lohnt sich die Mühe gleich. Ah, oh, das ist aber sehr nett, vielen Dank. Ja, also für jetzt mal für das Main hier. Ja, dann würde ich mich gleich in den Steyr Profi CVT Ecotech 4145 setzen und hier weitermachen. Ja, also aufheben ist da jetzt das gleiche, da müssen Sie nur neben dem Joystick haben Sie ja oder hast du ja den du jetzt in der Hand hältst, da daneben sind ja so, ist ja ein grüner, ein blauer und ein brauner. Ja. Solche kleinen Hebelchen. Ja. Mit denen kannst du hinten steuern und dem Joystick mit dem kleinen das vorne. Ah ja. Ah ja. Hä? Aber jetzt ist beides... Moment. Ah, das geht aber zusammen jetzt. Ja, das habe ich so eingestellt. Aha. Ja, das... Interessant. Okay. Neue, das ist die neue Technik von Steyr. Das ist schön. Ja. Übrigens, haben Sie vielleicht noch eine Idee? Also, ich weiß ja nicht, aber ich würde mir gerne mal so einen Hof noch irgendwo anschauen. So einen kleinen, ja, kann aber fein. Machen, ja. Aber wenn es geht, soll es da nicht... Ja. Wenn es geht, soll es da aber nicht so arg stinken. Ja, das kriegen wir hin. Ja, okay. Gut, dann mache ich mal hier weiter, ne? Ja, dann mähen Sie mal weiter. Jo, bis später. Tschüss. Bis später. Moment, ja. Geht nicht. Ah, ja. Okay. Den Knopf. Was ist das jetzt an? Das ist aus. Das ist auch aus. Ah, jetzt. Das läuft. Das läuft nicht. Ah, jetzt. Okay. Oh! Falscher Gang. So, das geht runter. So. Dann können wir loslegen. Ja, schon ein Stückchen größer hier. Oh ne, jetzt geht es wieder nicht. Ich weiß nicht warum. Finde ich aber schön, dass der mir hier gleich seine großen Maschinen anvertraut. Würde ich, glaube ich, nicht machen. Würde ich, glaube ich, keinem Städter würde ich sagen, hier, nimm mal meinen, keine Ahnung, 50.000 € Traktor und dann fahren Sie mal hier durch die Gegend. Da habe ich auch Vertrauen in. Oh, ups, also. Ein bisschen falsch abgebogen. Schon ein schönes Gefühl, auf dem Teil hier zu sitzen. Vor allem riecht das Gras so schön. Nee, warum geht das jetzt? Das war sehr merkwürdig. Das Runde, Attacke. Ey, Vogel, geh weg. Das fühlt mir echt. Dass ich hier noch einen Vogel in dieses Mähwerk reinkriege. Flieg weg. Hoffentlich erstmal Ruhe hier. Dass die Vögel hier rumpicken. Ich weiß gar nicht, können Vögel überhaupt so ein Piepen hören? Eigentlich ja schon, oder? Fragen über Fragen. Ich fahr mal lieber da drüben noch mal rein. Hey, der mäht da drüben nochmal was? Oder wo kommt der jetzt her? Hä? Der kann doch... Das geht doch nicht. Der kann doch jetzt nicht so schnell da drüben noch eine Wiese gemäht haben. Das geht doch nicht. Ich war aber fast gerumpelt hier. Was ist da? Was ist da? Ah, jetzt. Okay, was ist da? Ha, bin ja ein richtiger Profi hier. Ein Steyr Profi. Och nee, jetzt ist er schon wieder auf der nächsten Wiese. Ich hab doch keinen Bock mehr, ey. Jetzt war der so nett zu mir, hat mir sogar schon ein bisschen Geld gegeben. Jetzt muss ich eigentlich hier noch weitermachen. Achso, ich würde aber gerne andersrum fahren. Oh, 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 oh. Wo geht denn das jetzt hier? So. Hallo? Dann nimmt der jetzt kein Gas mehr an. Ei, ei, ei. Ja, jetzt geht's. Ich weiß noch nicht, ob alles arbeitet. Zum Glück, der ist nicht da. Ich glaube, das vorne, das arbeitet noch nicht. Der brettert hier aber an. Mal gucken. Nee, das ist nicht an. Ah! Jetzt hört sich's, glaube ich, so an. Ist alles ausgegangen. Oh, warum... Geht denn das nicht? Jetzt tut sie was. Aber welches Teil ist denn das? Ah, das hier vorne. Okay. Ah, jetzt geht es auch hinten. Okay. Okay, Profi am Werk. Jetzt können wir Gas geben. Achso, ich sollte das Zeug noch absenken. Macht er auch nicht. Jetzt. Okay. Los geht's. Ah ja. Ha. Na, das hätte ich das nicht gewusst, dass es geht. Geht's wirklich? Ja. Oh oh. Das hat aber ein bisschen Probleme hier. Ich würde aber gerne mal was anderes machen, ey. Das nervt mich immer hier. Dieses doofe Gas, man. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Wo fährt denn der jetzt schon wieder hin? Der macht jetzt bestimmt wieder irgendwas Cooles und ich muss hier weiterarbeiten. Hey, hat er da hinten? Guck mal, ganz da hinten, da fährt er. Er hat noch eine Wiese, ey. Was ist denn das für ein Bauer, ey? Ich habe tatsächlich gleich gar keinen Bock mehr. Immer das Gleiche, ey. Was ist denn das für eine Landwirtschaft? Ich will auch mal was anderes machen. Herr Gumbitsch. Ja? Ich muss sagen, so langsam habe ich die Schnauze voll vom Rasenmähen. Ja, jetzt haben wir es auch gleich. Oh, dann bin ich aber froh, ey. Jetzt müssen wir mal da drüben. Jetzt habe ich nur noch ein Feld, aber das kann ich nur mit dem Expert mähen. Hm. Ja, wie? Expert? Ach, mit dem Kleinen hier. Ja, aber dafür müsste ich die Zwillingsreifen drauf tun, weil sonst das bisschen zu steil da. Ach so, okay. Jetzt mal gerade hier drauf machen. Ja. Da muss ich hier mal schauen. Okay, zuerst mal die dran machen und dann anschrauben. Ja, sie müssen ja auch die alten losmachen, oder? Nee, ich muss nur die hier dran machen. Die Zwillingsreifen. Die nur anschrauben. Anschrauben. So, nach der anderen Seite. So, gut. Wollen Sie? Ich würde Feierabend machen für heute. Feierabend, jo. Gut. Passt. Gut, tschüss. Tschüss. So. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen für die heutige Folge Leben auf dem Bauernhof und beziehungsweise Urlaub auf dem Bauernhof. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne beim Black Beast 86 vorbei und bis zur nächsten Folge. Tschüss.